Ich bin Maike und ich freue mich sehr, dass wir jetzt gleich eine Yoga-Einheit zusammen haben. Ich habe dir eine klassische Hatha-inspirierte Stunde mitgebracht, mit vielen Optionen und Möglichkeiten, Asanas zu modifizieren. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du im Anschluss dieses Video likest, mir in den Kommentaren da lässt und dich wissen lässt, wie es dir gefallen hat. Und natürlich auch, wenn du diesen Kanal abonnierst, denn damit würdest du mir unheimlich viel weiterhelfen. Und ich würde wissen, dass du dieses Video auch irgendwie magst und weitere Videos von mir gerne sehen möchtest oder haben möchtest. Und dann geht's auch schon los. Was machen wir heute? Eine schöne, lockere Stunde, nicht so intensiv wie beim letzten Mal. Das nochmal alle so ein bisschen auf ein Level bringen, so ein bisschen mehr Hatha heute. Ihr kriegt Optionen, dass ihr einen Vinyasa reinmacht. Also einen klassischen Sonnengruß habe ich mir dafür oder den Sonnengruß A und B. Ihr könnt aber immer wieder auch entscheiden zu Hause, was wollt ihr machen oder wollt ihr doch eine leichte Variante nehmen, wollt ihr in die Kindspose gehen. Also da bitte immer auch gucken, auch wenn der ein oder andere was, vielleicht gerade ihr beiden jetzt hier im Studio, ne, für die, die online dabei sind, wir haben auch wieder hier rechts und links eine vor mir. guckt wirklich immer, was ihr braucht. Gerade die, die online sind, ihr könnt echt viel besser noch gucken, weil ihr nicht so abgelenkt seid. Wir starten dafür heute im Sitzen. Schneidersitz, wenn ihr wollt, ein Kissen oder einen Block kurz unter eurem Po legen, damit die Hüften ein bisschen höher sitzen. Ansonsten macht es euch so bequem, dass ihr einfach locker sitzen könnt, dass die Schultern schwer nach unten fallen. Genau. Und ihr dann die Augen zufallen lasst für einen Moment. Richtet euch nochmal wirklich ganz gerade. Wenn ihr euch irgendwo anlehnen könnt, vielleicht von der Tendenz, jeder ein Stückchen leicht mehr zurück nach hinten als nach vorne. Das Fenster auch noch zumachen. Und ich möchte, dass ihr probiert, jetzt nur noch durch die Nase ein- und auszuatmen. Dass jedes Einatmen den Brustkorb weitet, vielleicht bis tief in den Bauch hineingehend. Und mit der Ausatmung wieder tief. Vielleicht hilft es euch, wenn ihr jetzt den Fokus wirklich auf den Bauchnabel mal richtet und merkt oder nachspürt, geht der vor und zurück oder geht der hoch und tief? Sind vielleicht Millimeter, vielleicht kaum zu spüren. Vielleicht ist es auch mehr im Brustbereich. Aber ich möchte, dass ihr wirklich mal ganz bewusst euer volles oder größtmögliches Lungenvolumen nutzt. Sowohl bei der Einatmung als auch bei der Ausatmung. Genau. Macht jeder von euch für sich. Das heißt, ihr bleibt auch ganz bei euch. Der eine atmet vielleicht etwas länger, der andere etwas kürzer. Und wenn du willst, kannst du natürlich gerne auch ein Stückchen länger einatmen. Es ist so ein kleiner Reiz und ein kleines Gefühl, wenn du wirklich merkst, in deiner Brust bis an die Kehle gehen, da passt jetzt nichts mehr rein. Das fühlt man richtig. Genau. Mach das noch ein paar Mal mehr.
ganz bewusst, bis oben nichts mehr reinpasst. Dass also ein wirklicher, leichter, angenehmer Druck im Brustbereich entsteht, unterhalb des Schlüsselbeins. Gar nicht so einfach vielleicht, weil bei allem anderen zu widerstehen, jucken, kratzen, irgendwo dran ziehen, sich so nur darauf einzulassen. Super. Und dann nimmt jeder seinen letzten nochmal tief ein, dass nichts mehr reinpasst. Und dann haltet ihr einmal den Atem an. Für 5, 4, 3, 2, 1 und gleichmäßig ausatmen. Nicht so schnell, lasst die Luft ans natürlich, wieder heraus. Und wenn du unten angekommen bist, halte wieder für 5 Sekunden an, die Luft noch nicht einatmen. 5, 4, 3, 2, 1, wieder einatmen für 5, 4, 3, 2, 1, halten für 5, 4, 3, 2, 1, ausatmen für 5, 4, 3, 2, 1, halten, 5, 4, 3, 2, 1, einatmen, 5, 4, 3, 2, 1, halten, 5, 4, 3, 2, 1, ausatmen, 5, 4, 3, 2, 1, halten, 5, 4, 3, 2, 1, einatmen, 5, 4, 3, 2, 1, halten, 5, 4, 3, 2, 1, ausatmen, 5, 4, 3, 2, 1, halten, 5, 4, 3, 2, 1, einatmen, 5, 4, 3, 2, 1, halten, 5, 4, 3, 2, 1, ausatmen, 5, 4, 3, 2, 1, halten, 5, 4, 3, 2, 1, letzte Runde, einatmen für 5, 4, 3, 2, 1, halten, 5, 4, 3, 2, 1, nochmal ausatmen, 5, 4, 3, 2, 1, haltet nochmal für 5 Sekunden, kontrahiert eure unteren Bauchmuskeln und die Muskeln im Unterleib richtig versuchen einzuziehen. Noch einen kleinen Moment halten, halten, halten und lösen. Wenn ihr wollt, könnt ihr langsam die Augen wieder aufmachen, einmal die Knie leicht anheben, euch über eure Beine wippen und dann in den Vierfüßlerstand kommen, nur als Übergang, die Hände dort lassen, wo sie sind, die Fußrücken nochmal auflegen, vielleicht die Hände dann nach vorne wandern oder sie dort lassen, die Ellenbogen können leicht gebeugt sein, genau, und die Stirn hier
nochmal ablegen. Das Ganze machen wir statt passiv sehr aktiv. Presst den Bauch nach unten gegen die Oberschenkel, die Rippen bzw. den unteren Brustkorb gegen die Oberschenkel oberhalb der Knie. Die Arme sind locker, aber trotzdem haben sie leichten passiven oder aktiven Kontakt zum Boden. Atmet noch ein paar Mal hier ein und aus. Fühlt den Kontakt, den der Bauch auf euren Oberschenkel mit den Oberschenkeln macht. Und wie ihr euch leicht mehr mit dem Po, mit dem Becken nach hinten zieht, ohne dass ihr eure Hände und Arme benutzen müsst. Leichte Chorspannung, Bauchspannung dafür nötig. Lasst die Hände dabei frei. Sucht euch mehr über die Kraft des Bauches, des Unterleibes, des unteren Rückens, etwas mehr nach hinten zu drücken, mehr nach unten zu drücken, den gesamten Brustkorb kleiner werden zu lassen. Arme bleiben locker, Hände bleiben locker. Auch mal ein und wieder aus. Nochmal ein und aus. Fühl vielleicht, wie der Po näher an die Fersen kommt, ohne deine Hände und Arme zu benutzen. Prima. Mit der nächsten Einatmung kommt ihr langsam, ganz langsam wieder hoch in den Vierfüßlerstand. Gegebenenfalls die Hände nochmal unter euch wandern. Finger sind weit geöffnet, der Blick zwischen die Daumen. Fußrücken abgestellt oder die Zehen abgestellt, persönliche Präferenz. Mit der Einatmung schaut nach oben, drückt den Bauchnabel tief, zieht die Ellenbogen zueinander hin. Mit der Ausatmung drückt euch vom Boden weg, das Kinn wandert Richtung Schlüsselbein eng an dich ran. Weiter so mit der Einatmung das Hohlkreuz formen und der Ausatmung den Rundrücken, Form einer Katze. Ich möchte, dass du dich darauf konzentrierst, nur noch den Rücken zu bewegen, die Arme, Ellenbogen still zu lassen. Maike, nimm die Hände ein bisschen enger zusammen. Gut. Das kannst du mit geöffneten oder geschlossenen Augen machen. Geschlossene Augen hilft, ein bisschen mehr bei dir zu bleiben, mehr ins Fühlen zu kommen. Was ich immer wichtig finde, auch gerade im Yoga, ihr sollt nicht nur irgendwie euch körperlich verbessern, stärker werden, flexibler werden, sondern ihr sollt euch auch besser kennenlernen. Kennenlernen, was passiert eigentlich, wenn es dir gut geht? Wie fühlt sich das an? Ein besseres Körpergefühl, Körperbewusstsein zu bekommen. Genau, gut, Michelle. Dann macht jeder für sich seine letzte Runde und wir treffen uns dann kurz im Katzenbuckel mit geöffneten, geschlossenen Augen, ist egal. Deine Hände drücken in die Matte, das Kind zieht an dich ran und fühlst, wie deine Schulterblätter sich voneinander öffnen. Nochmal halten, dabei weiteratmen, diesen Teil der Wirbelkette nach oben drücken, die Schultern mehr nach unten. Prima. Langsam daraus lösen und die Fußballen aufstellen, den Po nach hinten schieben und nach oben in einen herabschauenden Hund kommen. Geht genau wie ihr ankommt dort, auf und ab, genau so wie die Füße stehen. Entweder sind sie jetzt eng oder weit, aber die ersten Paddelbewegungen hier nehmen. Gut, Claudia. Gut, Sarah, vielleicht gleich ein bisschen enger die Füße wandern. Genau. Prima, Marion, Marien auch, Philin auch, sehr gut. Gut, auch hier, stellt euch mal vor, ihr macht das ganz geschmeidig. Letztens hatte ich eine Teilnehmerin, aber die war sehr schnell. Wir haben jetzt auch hier ins Fühlen kommen. Gut. Und dann haltet jetzt langsam an in eurem herabschauenden Hund. Es hilft, die Knie zu beugen, wenn die Position sehr intensiv ist. Stellt euch mal vor, ihr schiebt das Brustbein, den Brustkorb richtig mit Kraft aus den Handflächen in Richtung Oberschenkel. Deine Fußbein drücken nach unten, die Zehen kann man mal leicht anheben, dann fühlen wir, wie viel Druck auf den Fußbein ist. Die Knie dürfen, wenn sie wollen, länger werden und die Fersen Richtung Boden zeigen. Pendelt euch jetzt hier ein, sehr gut.
haltet und atmet. Zieht das Kinn eng an die Brust heran. Ihr wollt auf euren Bauchnabel schauen. Auch wenn jetzt das Argument kommt in deinem Kopf, den sehe ich doch gar nicht. Das ist aber die Blickrichtung. Dein Nacken soll lang werden. Dein oberer Rücken lang. Dein unterer Rücken lang. Atme nochmal tief ein. Zieh die Luft genauso wie vorher auch im Sitzen in dich hinein. Und der Ausatmen kannst du probieren, den unteren Bauchnabel näher an deine Wirbelsäule zu ziehen. Letztes Mal ein. Und aus. Wir beugen die Knie an. Mit der Einatmung schauen wir zwischen unsere Daumen, setzen den linken Fuß neben die linke Hand, den rechten neben die rechte Hand. Gut. Pendelt die Hüfte von in die rechte Ecke und dann zur linken Ecke. Das ist wie so ein Halbkreis, den ihr anfangt zu machen. Genau, gut, Maike. Prima, Michelle. Kannst ruhig noch weiter stehen, wenn du möchtest. Ihr könnt die gesamte Mattenfläche einnehmen, dass die Füße wirklich an der Außenkante stehen. Gut, pendelt euch rechts und links. Rechts und links. Gut. Und dann pendelt euch in der Mitte ein. Bringt die Hände an den Hinterkopf, Finger sind verschränkt, als wenn ihr den Kopf haltet. Und dann schaukelt ihr nochmal die Schultern von der linken Ecke nach hinten zur rechten Ecke. Beine fast ruhig lassen, natürlich ist ein bisschen Bewegung mit drin. Dass ihr hier mehr die andere Richtung nimmt. Genau. Links nach rechts nochmal. Und dann pendelt ihr euch auch hier wieder ein. Die Hände kommen zurück zur Matte. Ihr müsst nicht ganz flach auf dem Boden sein. Die Handflächen können gerne auf die Zehen kommen. Ihr dreht die Fersen eine Fußlänge nach innen und die Zehen so, dass die Zehenspitzen wieder nach vorne zeigen und die Fersen nach hinten. Die linke Hand kommt ungefähr in die Mitte zwischen die Füße, also ein Stückchen davor. Und dann hebt der rechte Arm nach oben an. Ihr könnt das rechte Bein strecken, wenn es zu viel ist, weniger Intensität, das rechte Knie gebeugt halten. Spreizt die Finger, streckt die trotzdem nach oben in die Decke. Haltet und atmet ein und aus. Ein und aus. Stellt euch vor, ihr hebt die Hand mehr nach oben. Ihr wollt euch richtig lang machen. Noch einmal tief ein. Und mit der Ausatmung kontrolliert achtsam die rechte Hand dorthin setzen, wo die linke war. Und dann zeitgleich den linken Arm nach oben bringen. In die rechte Hand drücken. Maren, passt bei dir alles? Ich sehe dich auf jeden Fall sehr gut. Nochmal einatmen. Stellt euch vor, das linke Schulterblatt hebt euch höher. Finger spreizen, strecken in die Decke. Gut, Mike. Versucht den linken Arm ruhiger zu lassen. Nochmal ein. Und mit der Ausatmung langsam wieder die linke Hand zurückbringen. Prima. Bringt zurück die Hände an den Hinterkopf verschränkt, wie ein Korb falten. Genau. Gut, Michelle. Und dann langsam richtet euch auf. Wirbel für Wirbel. Ganz, ganz langsam. Heben, 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 nach und nach strecken die Beine. Nach und nach hebt der Brustkorb und ihr drückt die Handflächen fester geben. Wenn ihr oben angekommen seid, löst ihr die Hände neben eure Hüften. Könnt den Schritt nochmal ein bisschen enger machen, vielleicht hüftbreit. Genau, kommt ein Stückchen mehr an den Anfang der Matte. Genau, so mindestens eine Fußlänge sollte dazwischen Platz sein. Prima. Mit der Einatmung, wir machen einen Sonnengruß. A, erst den A. Und dann den B. Zwei Runden jeweils und versuchen das Ganze erst langsam nochmal in der ersten zu machen. Und ich versuche alles oder werde alles gut erklären. Ihr presst die Füße nach unten, bringt leichte Spannung in den Po, dass das Becken nach vorne schiebt. Popo wird fest angespannt. Arme sind noch locker. Wir heben die Arme an, atmen ein, Blickrichtung an die Decke. Mit der Ausatmung Knie beugen, Hände kommen tief, Blickrichtung zwischen die Füße. Prima. Mit der Einatmung lass die Finger am Boden oder bring die Fingerspitzen an dein Schienbein, Brust nach vorne, Blick nach vorne. Halbe Vorbeuge ist das. Ausatmen, Hände tief, zwei Schritte zurück in die Plank als Übergang. Wir nehmen hier den Zwischenatmen. Einatmen, entweder mit Knien oder Knie am Boden. Brustkorb beugen, Brustkorb nach unten. Sinken lassen, Ellenbogen beugen, eng an den Rippen, zieht die richtig ran an eure Rippen. Mit der Einatmung Fußrücken ablegen,
Brustkorb heben, nach vorne schauen oder oben. Mit der Ausatmung wieder tief, drück dich von den Handflächen nach oben in deinen herabschauenden Hund. Sehr gut, Michelle. Und haltet hier, atmet für zweimal tief ein und aus. Könnt je nachdem die Knie beugen, natürlich auch wieder hier, Kindspose, immer möglich. Nochmal ein, drück dich in die Hände, drück dich in die Fußbeine, schieb den Po nach oben. Mit der Ausatmung zieh den Nabel mehr nach unten ein. Gut, mit deiner nächsten Einatmung, Blick nach vorne, zwei Schritte zu den Händen. Und ausatmend in die ganze Vorbeuge zurückkommen. Gut. Einatmen, halb hoch, die Finger nochmal an das Schienbein, Brustkorb drückt nach vorne, Schulter ziehen nach hinten zusammen. Ausatmen nochmal in die Vorbeuge. Sehr gut. Mit der Einatmung kreist die Arme weit nach oben, drückt euch von den Füßen nach oben in die Streckung. Ausatmen, Hände locker neben deine Hüfte, direkt wieder weiter. Einatmen, zirkeln die Hände hoch, zieh den Nabel nach innen für mehr Streckung. Ausatmen, Hände tief, ganze Vorbeuge, Kinn an deine Brust. Einatmen, halb hoch, Blick nach vorne. Ausatmen, zwei Schritte zurück, Hände tief. Wer will, springt zu Hause. Genau. Nochmal einatmen, der Zwischenschritt. Und mit der Ausatmung lass die Brust kontrolliert sinken. In einer Unit mit der Einatmung halb hochkommen oder in deinen heraufschauenden Hund. Komm dafür auf den Fußspann. Mit der Ausatmung schieb dich zurück in deinen herabschauenden Hund oder deine Kindspose. Nochmal zweimal tief ein. Füll die Lungen mit Luft. Mit der Ausatmung Nabel nach innen ziehen. Nochmal ein. Bringt Ruhe rein. Prima, Claudia. Mit der Ausatmung weiter den Nabel nach innen ziehen. Mit der Einatmung zwei Schritte nach vorne. Blick nach vorne. In die halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Genau, gebt euch mehr Tiefe, der Po streckt nach oben, Kopf nach unten. Einatmen, Streckung nach oben, Arme höher. Ausatmen, Hände locker neben dich. Prima. Bring die Füße mit den Innenseiten zusammen. Die Hände kommen von unten nach oben geschoben für unseren Stuhl, den Sonnengruß B. Drückt die Knie zusammen, Waden zusammen, richtig eng stehen. Gut, Nabel nach innen ziehen, Brustbein heben, streckt die Arme höher. Atme hier nochmal ein. Mit der Ausatmung ganze Vorbeuge, Knie kannst du gebeugt lassen oder strecken, Kinn an die Brust. Einatmen, halbe Vorbeuge, der Weg ist fast der gleiche wie beim Sonnengruß A. Ausatmen, Hände tief, zwei Schritte oder ihr springt und wir treffen uns in der Plank. Nochmal weiter sinken, direkt weiter oder der Zwischenatmen mit der Einatmung, kleine Cobra. Oder dein herabschauender Hund, nimm die Streckung, Hebung aus dem Po. Ausatmen, zurück in deinen Hund. Genau, gut, Maike. Prima, Michelle. Klasse, total geschmeidig, sehr schön. Treffen uns hier zwei Atemzüge. Gut, Feline. Feline, vielleicht ein bisschen die Distanz zwischen Händen und Füßen verringern. Also ein bisschen, genau. Nochmal, der letzte. Guckt auf euren Bauchnabel, dahin, auch wenn ihr nichts seht. Und wieder aus. Mit der Einatmung Knie beugen. Und ein großer Sprung oder Schritt in die ganze Vorbeuge. Einatmen, wieder halb hoch. Nabel nach innen ziehen, Schultern eng. Ausatmen, ganze Vorbeuge, fließt mehr, macht das Ganze immer mehr geschmeidig. Einatmen, in den Stuhl, zirkelt die Hände nach oben und vorne, so 45 Grad. Knie kommen eng, sitz dich eng. Ausatmen, Streckung in den Beinen locker. Gleich nochmal. Einatmen, in deinen Stuhl, Brustbein hebt, Blick nach oben. Ausatmen, ganze Vorbeuge, Blick auf den Nabel, Hände tief, prima. Einatmen, halb hoch.
Ausatmen, Füße zurück, zwei Schritte oder ein großer Sprung. Wir treffen uns in der Plank. Zwischenatmen, wer will. Ansonsten mit der Ausatmung weiter sinken. Fühl die Ellenbogen an deinen Rippen. Atme ein, schifte das Gewicht nach vorne für deinen Updog. Gut, Claudia. Mit der Ausatmung komm zurück in euren Down Dog. Gut, Michelle, prima. Trefft euch wieder hier im herabschauenden Hund. Stellt euch vor, ihr zieht die Schulterblätter nach oben, ausnahmsweise in Richtung der Ohren, um alles auseinanderzuziehen, die Geradlinigkeit am Erreihen zu bekommen. Streckt den Po nach oben und hinten. Gut. Nochmal ein. Und aus. Mit der Einatmung kommt nach vorne zwei Schritte in die halbe Vorbeuge. Und mit der Ausatmung ganz Vorbeuge wieder tief. Einatmung, hebt die Arme, Knie zusammen, Blick nach oben für deinen Stuhl. Mit der Ausatmung Hände nochmal locker. Weiter. Wir nehmen den ganzen Sonnengruß B dazu. Wir haben nämlich noch was ausgelassen. Mit der Ausatmung wieder die ganze Vorbeuge. Blick zum Bauchnabel, Po hebt. Atme ein, halb hoch, fühl wie das Brustbein dich nach vorne zieht, die Pobacken nach hinten. Gut, ausatmen, Hände tief, zwei Schritte zurück, dein Vinyasa. Deine Wahlrichtung kannst jederzeit mit den Knien absetzen. Genau, gut, Michael, lass die Ellenbogen eng, kontrolliert, nicht fallen lassen. Einatmen in deinen Co, in deine Cobra oder Updog. Ausatmen in deinen herabschauenden Hund. Achtung, keine Pause hier. Der rechte Fuß kommt nach vorne. Die Arme zirkeln hoch in unseren Krieger 1. Blick an die Daumen. Mit der Ausatmung Hände wieder tief. Dein Vinyasa oder herabschauender Hund. Ihr könnt alles ausprobieren. Gut. Mit der Einatmung wieder auf. Mit der Ausatmung wieder ab. Gut, Maike. Mit der nächsten Einatmung. Der linke Fuß kommt zum linken Daumen, die hintere Ferse zum Boden. Drückt euch vom Hinterbein in die Streckung, Blick an die Daumen, Hände zusammen. Mit der Ausatmung, Hände tief, das Vinyasa oder euer Hund, wenn ihr das Vinyasa nicht nehmen wollt. Kommt mit den Knien tief, kontrolliert ablegen. Ja. Und mit der Einatmung, roll dich richtig auf, Brustbein kommt nach vorne. Mit der Ausatmung wieder abrollen, wir treffen uns im herabschauenden Hund. Gut. Einmal tief ein. Gut, Maike. Gut, Michelle. Prima. Und aus. Sehr gut, Monika. Gut, Sarah. Noch einer hier. Und aus. Gut, mit der Einatmung. Springen, geh oder hopse, was auch immer. Die Füße zu den Händen. Halbe Vorbeuge. Mit der Ausatmung, ganze Vorbeuge. Findet hier mehr Länge im Rücken, mehr Hebung im Po. Einatmen, wieder nach oben, die Füße zusammen, Knie zusammen, Blick an die Decke. Mit der Ausatmung, Arme strecken, Beine strecken. Gut, sehr gut. Bringt die Füße nochmal zusammen, schließt die Augen und atmet weiter tief durch die Nase ein. Fühlt dieses Gefühl im oberen Teil des Brustkorbes, wie diese Wärme, diese Länge dort entsteht, dieser leichte, angenehme Druck. Gut. Und dann öffnet eure Augen. Wir fangen mit dem Baum an, das Standbein, diesmal das rechte. Ihr hebt das linke Bein. Entweder an die Wade platzieren oder ihr haltet den Fuß fest oder zieht ihn noch leichter nach oben und platziert ihn so hoch es geht, passt schon an den Schritt in die Innenseite. Drückt die Fußinnenfläche fest gegen die Innenseite des Oberschenkels, genau. Und dann könnt ihr gerne die Hände hier vor euer Herz nehmen oder ihr bringt die Arme nach oben und die Handflächen über eurem Kopf zusammen. Drückt jetzt hier fest in die Innenseite des Fußes. Alternativ könnt ihr euch irgendwo auch mit einer Hand festhalten. Genau, Maike, wie ruhig hier die Seite. Genau, sehr gut, Michelle, prima. Nur ein bisschen höher bitte den Fuß setzen.
nicht gegen das Kniegelenk. Genau, vermeidet den, genau diesen leichten, diese schöne Wölbung. Die Fußinnensohle ist leider nicht dafür gemacht, auch wenn es eigentlich perfekt passt in der Regel, dass sie unser Kniegelenk einrahmt. Nicht gegen Gelenke drücken. Tut denen nicht so gut. Genau, prima. Schiebt jetzt mit der Kraft im linken Po das Knie mehr nach außen, drückt trotzdem die Innenseite des Fußes in das Standbein und haltet nochmal hier. Ihr könnt auch jegliche andere Variation wählen, wenn euch die beiden vorgeschlagenen noch nicht zusagen. Findet einen festen Punkt, der sich möglichst nicht bewegt. Gut. Gut, Claudia, drück das Knie noch mehr nach außen. Spann das Becken nach vorne an. Prima, Maren. Gut, Feline. Wunderbar, Monika. So ein bisschen hier bleiben. Die Balance trainieren. Wem das gerade langweilig wird, der schließt jetzt einfach mal nochmal die Augen. Und erlaubt euch, ruhig zu atmen. Je ruhiger ihr atmet, desto ruhiger steht ihr, desto balancierter. Lasst die Wahrnehmung bei euch. Egal, was jetzt so neben euch von Geräuschen oder sonstigen Vorkommnissen ist. Wie habe ich es gestern Abend beim Essen mit Freunden gesagt? Für mich ist Yoga bewegte Meditation oder Meditation in Bewegung. Muss nicht immer nur dafür still sitzen und stundenlang regungslos dort sitzen. Prima. Er hat es sofort geschafft. Ihr atmet nochmal einmal tief ein. Und versucht mit Kontrolle, ganz viel Kontrolle, das Innenbein oder den Innenfuß wieder abzusetzen. Und das langsam. Nicht alles auseinanderspringen lassen. Und stellt euch aufs linke Standbein und rollt einmal das Fußgelenk aus. Lasst den rechten Fuß in der Luft, findet entweder hier eure Wade oder nutzt die Kraft der rechten Hand, um den Fuß ein bisschen höher zu schieben. Gebt euch da auch immer einen Moment, findet diese Nuance. Und wenn ihr eine besonders rutschige Leggings habt, es gibt da Stoffe, die sind da unvorteilhaft dazu als andere, ihr müsst dann den Fuß und das Bein richtig fest gegeneinander drücken. Hände vor das Herz, Arme nach oben, zur Seite, alles ist erlaubt. Genauso die Augen zu schließen, das Becken weiterhin aber nach vorne zu kippen, das rechte Knie nach außen zu öffnen, dass es fast nach rechts zeigt und wieder den Punkt deiner Wahl anzufixieren. Je ruhiger du atmest, desto ruhiger stehst du. Gut, vermeidet auch hier das Kniegelenk. Gut, Claudia. Arbeite noch mehr an der rechten Pobacke, die das Knie nach außen schiebt. Gut. Prima, Maren. Gut, Feline. Super, Sarah. Klasse. Haltet nochmal. Atmet weiter. Ihr könnt euch trotzdem darauf weiterhin fokussieren, wie der Brustkorb sich weitet. Die Luft in dem Brustkorb. Den Brustkorb füllt, diesen leichten Druck entstehen lässt. Prima. Und dann bringt ihr auch hier kontrolliert, lässt die Hände und langsam den Fuß wieder nach unten, stellt euch auf das rechte Standbein kurz, um einmal das linke Fußgelenk zu kreisen. Genau. Prima. Wir lassen den linken Fuß in der Luft, bringen ihn aber nach hinten dieses Mal, beugen unser Standbein. Und ich möchte, dass ihr von hier aus versucht, euren Krieger zu finden. Mit etwas Kontrolle den hinteren Fuß abzustellen. Irgendwann muss man natürlich den Fuß ein bisschen nach hinten bringen. Und dann guckt ihr nochmal, was machen eure Füße. Der Vorderfuß, die Ferse kommt in der Linie. In Linie mit dem Vorderfuß. Und dann erst könnt ihr die Arme zur Seite strecken. Das vordere Knie ist über eurem Sprunggelenk. Feline, guckt einmal, was ihr Fuß macht. Ah, genau. Maren sieht das gut aus. Monika auch. Claudia auch. Und bei Sarah auch. Sarah, du darfst dich ruhig trauen, das rechte Knie noch ein bisschen mehr nach außen zu drücken.
und das Vorderbein zu beugen. Klasse. Der Hinterarm, sehr gut. Hier passt das gut. Wer zu Hause von euch zufällig die Matten hat mit dem Strich in der Mitte, den könnt ihr immer gut nehmen. Du stehst auch auf einer, Michelle. Dann die gucken, ob Vorderferse mit der Hinterferse in Linie ist. Das ist, deswegen gibt es diese Linien. Da hat sich jemand was bei gedacht. Ihr atmet trotzdem jetzt hier weiter. Versucht immer mehr Länge in die Beine, in das Hinterbein zu bekommen und die hintere Pobacke nach vorne zu schieben. Das führt dazu, dass ihr das Becken unterkippt. Wer gestern mit in der Stunde war, am Sonntag, weiß, dass wir unheimlich viel an Beckenkippungen geübt haben. Gut. Klasse. Gut, Maike. Atme. Schau nach vorne, Maike. Über deine rechte Hand. Genau. Michelle auch. Achte auf deinen Hinterarm. Nochmal ein. Mit der Ausatmung zirke der linke Arm weit diagonal nach vorne. Du stützt dich auf deinem Unterarm ab. Alternativ Hand, rechte Hand auf einem Block oder an dem Boden. Gut, atme hier ein. Fühl die Streckung. Der ganze linke obere Arm ist angespannt. Die hintere Fußaußenkante bleibt am Boden. Und du kannst dich mehr hinter dein Bein schieben. Gut, Claudia, mit dem Block. Gut, Sarah, schau nach oben. Prima, Feline. Auch du lässt den Blick oben. Genau, lasst euch mal mehr auf das ein, was ich sage, um natürlich auch immer zu gucken, aber mehr zu hören, mehr zu fühlen. Prima, Maike, genau. Nochmal ein. Und aus. Mit der nächsten Einatmung streckt das Vorderbein. Die rechte Hand kommt an das Schienbein oder auch hier an den Boden. Trotzdem, der Blick wandert weiterhin nach oben in die Handinnenfläche. Drück den vorderen Fuß nach unten, den hinteren Fuß nach unten. Es ist, als wenn ihr die Beine zueinander zieht. Die Innenseiten sind unter Spannung. Das sieht man oft nicht. Das ist das Tückische im Yoga. Man denkt so, man steht hier in so einer Triangel. Aber ihr bringt da ganz viel Spannung, ganz viel Kraft rein. Dabei atmet ihr. Ihr wollt die linke Seite verlängern, die obere Körperhälfte, und verkürzt dabei die untere. Gut, Claudia. Schau nach oben. Finde deine Handinnenfläche. Klasse, Sarah. Gut, Marie. Ach du, bleib ruhig. Sehr gut, Monika. Nochmal ein. Mit der Ausatmung. Achtung, die linke Hand findet den Boden. Ihr löst die hintere Ferse und macht den Schritt einen kleinen Schritt enger ran. Jetzt machen wir das Ganze gedreht und es ist eine sehr fortgeschrittene Übung, die gedrehte Triangel oder das gedrehte Trikonasana. Ihr könnt die linke Hand dort neben dem Vorderfuß links lassen. Ihr könnt sie daneben wandern oder wenn ihr einen Block gerade habt, den Block neben den Vorderfuß rechts stellen, die linke Hand dort drauf bringen, egal auf welche Höhe, genau. Und dann den rechten Arm nach oben bringen. Drückt euch in die linke Hand, die Hand, die unten ist, um den rechten Arm, die Hand, die oben ist, in der Luft zu halten. Fühlt mal, wie das Becken sich jetzt ausgleichen muss, dass ihr den Po nicht zur rechten Seite rüberdrückt, sondern das Becken parallel zieht, die rechte Pobacke fast schon nach hinten schiebt, damit die linke Hüfte nach vorne schieben kann. Und so das Becken ausgleicht. Gut. Kein Problem, wenn die linke Hand erst hier ist. Das ist eine fortgeschrittene Übung. Atmet weiter. Gut, Michelle, bring die Hand ein bisschen mehr nach vorne. Obere Hand, Entschuldigung. Sollte ich sagen, die obere Hand, genau. Genau, atmet nochmal. Findet hier einmal mehr die Ruhe. Um dann mit der Ausatmung den rechten Arm wieder runterzubringen. Ihr dreht euch nach links rüber und findet hier eure ganze Vorbeuge fast. Denn wir schieben nochmal die rechte Ferse raus
und die linke dazu, dass beide Zehen nach vorne zeigen. Guck, dass beide Füße auch auf einer Höhe sind. Nicht der rechte Fuß jetzt irgendwo hier oder da. Genau, auch wieder hier eignet sich die Linie auf der Matte. Ihr lasst die rechte Hand am Boden und zirkelt den linken Arm nach oben. Auch hier könnt ihr gerne einen Block unter die rechte Hand nehmen. Gut, Maike. Und findet wieder die Handinnenfläche nochmal andersherum. Ihr dürft euch vorstellen, dass der untere Arm mit dem oberen Arm ein Lot ergeben würden. Dass wenn ich jetzt ein Lineal dagegen halte, dass beides in einer Linie ist. Das sieht sehr gut linear aus bei dir, Maren. Bei dir auch, Monika. Prima mit dem Block. Bei Sarah, bei dir auch. Klasse. Wunderbar, Claudia. Aber gib deiner linken Schulter noch ein bisschen mehr Höhe. Du kannst den Block unter deine rechte Hand nehmen. Gut, Michelle. Zieht alle gemeinsam den Bauchnabel nochmal nach innen ein, damit ihr mehr der Rotation nach links oben geben könnt. Nochmal tief ein. Und mit der Ausatmung kommt ihr wieder tief, dreht euch nach rechts vorne, könnt den Block irgendwo hier an der Seite stehen lassen, macht einen großen Abheber auf dem rechten Standbein, bleiben gut, dass ich jetzt hier wackel, findet, wie ihr das linke Bein nach vorne zieht und das linke Bein über euren Oberschenkel und dann über den Unterschenkel wickelt. Wir finden unseren Adler. Und dann hebt die Ellbogen nochmal höher, wenn du möchtest. Drück die Arme fest aufeinander, die Oberschenkel gegeneinander, deine Fußaußenkante drückt gegen deine Wade. Und dann mit Kontrolle die Arme wieder lösen. Den linken Fuß aufstellen und dein rechtes Standbein, das Fußgelenk kreisen, massieren lassen. Gut. Wir halten den Fuß in der Luft. Bringen das Gewicht nach vorne, beugen das Standbein, die Arme helfen dir, wo auch immer sie ankommen. Beug dich mehr an, setz jetzt leise erst die Zehenspitzen, dann die Fußinnenkante, deine Ferse auf. Zicke die Hände weit auseinander für deinen Krieger. Schau mal auf deine Füße. Du kannst die Füße anpassen, die Standweite so, dass deine vordere Ferse mit der hinteren auf einer Linie steht. Schau, wenn du eine Matte hast, die eine Linie hat, auch wieder hier diese Linie treffen. Deine Arme ziehst du auseinander, Blickrichtung über deine vordere Hand. Das ist deine linke. Gut. Beide Arme auf einer Höhe. Beug dein Standbein so weit an, das vordere, dass das Knie über dem Sprunggelenk ist. Fühl, wie die Hüfte hier vor- und zurückkippt. Lass mir eine leichte Bewegung machen. Gut. Gut. Und jetzt fühl, wie das Becken nach vorne kippt. Deine rechte, die hintere Pobacke ist fest. Richtig zusammenkneifen die Pobacken. Atme ein und aus. 5 Atemzüge hier. Halt dein Brustbein aufrecht. Zieh die Schulter nach unten. Fühl die Hebung, die elegante Haltung. Proud. Be proud. Das könnte man wohl sagen hier. Gut. Nochmal ein und aus. Prima. Mit der Einatmung bring das Gewicht nach vorne, den Hinterarm nach vorne, diagonal, deine Blickrichtung nach oben. Es ist fast schon so, als wenn du deine obere Schulter nach oben drehst, den Brustkorb nach hinten zirkelst. Du öffnest hier. Halt das Gewicht auf beiden Füßen, deine hintere Ferse schiebt dich nach vorne. Die Innenseiten der Beine ziehen zueinander, der Oberarm streckt, dass du fast neben deinem Trizeps gerade so hergucken kannst. Oder an der linken oberen Achse vorbei. Fühl dich hier gestützt, wenn du mehr willst. Bring die linke Hand nach unten. Oder alternativ auch hier einen Block nehmen. Atme. Wie weiter, die Beine zueinander, die rechte Pobacke tief. 2 noch mehr. Gut.
Gut, mit der Einatmung streck dein Vorderbein, den rechten Arm nach oben, finde deine Trikonasana. Deine Fingerspitzen zeigen nach oben, dein Becken kippt nach unten, der rechte Po bleibt fest. Nur dann, wenn das Becken untergekippt ist, kannst du den Po wirklich anspannen. Fühlst du auch weiterhin hier die Beine zueinander ziehen, fast schon so, als wenn deine linke Kniekappe nach oben zieht. Wenn du willst, kannst du auch hier die linke Hand auf einen Block stellen oder bringst sie an dein Schienenbein auf den Boden und nur die Fingerspitzen. Stell dir vor, du verlängerst deine obere Körperhälfte, verkürzt die linke. Atme. Lass den Blick fest, deine Augen still, wander nicht. Zwei mehr. Gut, und mit der Ausatmung beugt dein Vorderbein an, bringt die rechte Hand langsam zum Boden. Du kannst die hintere Ferse lösen, den Schritt nochmal verkleinern. Dein Vorderfuß zeigt nach vorne, die Zehen, die hinteren Zehen in Richtung der rechten Ecke hier. Ja, nicht nach außen, nicht nach links, nicht nach vorne, in Richtung rechte Ecke, eine Linie. Du kannst die Hand auf einen Block rechts neben deinen Fuß stellen oder nimmst den Block mit auf die linke Seite. Hebst mit der nächsten Einatmung den linken Arm nach oben und drückst dich fester mit der rechten Hand vom Block weg. Versuch den Blick entweder nach vorne oder nach oben zu bringen. Atme. Zieh beiden Hüften parallel, lass die hintere Ferse am Boden. Die linke Hüfte zieht nach hinten, die rechte nach vorne. Atme. Ein und aus. Ein und aus. Es hilft, den unteren Bauchnabel einzuziehen, damit du mehr Drehung bekommst. Nochmal ein. Es ist vollkommen okay, dass du hier deine Schokoladenseite oder deine schwache Seite hast. Und dann kontrolliert auch hier den linken Arm nach oben, nach unten bringen. Bring die Hände nach rechts. Komm hier in deine ganze Vorbeuge. Und da du jetzt hier eng stehst, dreh die Fersen nochmal raus, bis du gut einen Meter, vielleicht sogar ein bisschen mehr Platz hast. Zehen zeigen zur rechten Mattenseite, Fersen nach hinten. Bring die rechte Hand in die Mitte deines Brustbeins, unter deine Brust. Alternativ hier auf einen Block und dann bring den linken Arm nochmal nach oben. Auch hier drückst du dich mit der rechten Hand vom Boden weg, damit deine linke Brust höher kommen kann. Und du probierst nochmal hier den unteren Bauch einzuziehen. Deine Fingerspitzen in die Decke zu schieben. Die zeigen nicht nach rechts, nicht nach links, nicht zum Fenster, nicht zur Tür, sondern nach oben, vertikaler. Auch hier zieh die Innenseiten der Beine zueinander. Bau Spannung auf in den Innenseiten der Füße, in den Außenseiten der Füße. Halte für drei. Und da. Gut. Einmal mehr. Und dann auch hier mit Kontrolle erst die linke Hand zum Boden bringen, dann den Block gerne zur Seite stellen und dabei deine Füße wieder nach vorne drehen. Kannst deine Hände ein bisschen nach vorne wandern und dann das Hinterbein heben, dich langsam aufrichten und diesmal das rechte Bein oder die rechte Wade um deine linke zu wickeln. Du kannst sehen, wie ich hier mit meinem Fuß nachhelfe, du Hände entweder zur Seite oder alles, was dir hilft, dich auszubalancieren und du hältst dich fest. Du kannst hier bleiben. Oder du bringst den linken Arm auf den rechten und verwickelst dann deine Unterarme, Handflächen drücken zusammen. Auch hier heb die Schultern, heb deine Ellenbogen, schau imaginär durch deine Unterarme durch oder halte hier deine Schultern. Es ist nicht schlimm, wenn du wackelst. Aber auch hier geht Peace im Baum vor und am Anfang war. Je mehr Ruhe, desto besser die Balance. Drei mehr. Und dann auch hier erst die Arme lösen, damit du die Umwicklung
hinausbringen kannst. Findest hier deinen Stand. Kannst nochmal deine Fußgelenke lockern. Und kommst im Stand an. Prima. Bring dann die Innenseiten der Füße, der Beine wieder zueinander, beug die Knie an und finde hier deinen Fersensitz auf den Fußballen. Kannst die Hände überall hinbringen, wo es dir hilft. Je nachdem, wie gut oder gelenkig du in deinen Fußgelenken bist, auch in deinen Fußballen, vor allen Dingen in deinen Zehen, ist diese Übung sehr leicht, aber auch vielleicht sehr herausfordernd für dich. Atme. Gut. Und dann zirke die Hände nach vorne, schifte das Gewicht nach vorne und versuch dich jetzt hier auf deine Fersen zu stellen. Du wirst merken, dein Po hebt automatisch wieder ein bisschen mehr und das ist in Ordnung. Finde diesen maximalen Punkt, ohne das Gewicht zu verlieren. Worst case wäre, du machst einen Plumpser auf dem Po. Dabei kann nicht viel passieren. Press Bauch und Beine fest zusammen. Lass das Gewicht in deinen Zehen. Schieb die Hände, die Brust weiter nach vorne. Vielleicht noch mehr, dich tiefer zu setzen. Für 3, 2, 1, Gewicht wieder auf, die Fußbeine leicht, die Fersen heben. Vielleicht bleiben sie bei dir aber auch auf dem Boden, wenn du sehr flexibel bist. Und dann mit Kontrolle dich noch mehr nach vorne zeigen lassen mit den Händen. Kannst die Knie dabei leicht öffnen und spinnest dann hier den Plopser auf den Po. Prima. Lass die Füße da, wo sie sind, leg den Rücken aber vorsichtig ab. Und die Füße kommen nach oben, alternativ ein Block unter deinem Po. Der Karani. So unter den, leicht unter, vor den, das Steißbein, dass die Füße einfach nur in der Luft sind. Und Block weg. Bitte, wenn du jetzt in den Schulterstand kommst, alternativ Kopfstand oder der Flug, bitte nimm jetzt schon den Block weg, weil wenn du mal rausrollst und nicht daran denkst, dass da ein Block ist, tust du dir weh und das möchten wir nicht. Für den Flug, guck einfach mal, dass die Beine nach hinten strecken. Und vielleicht sind sie heute hier. Vielleicht finden deine Zehenspitzen aber auch den Boden. Der Flug ist eine Rückenstreckerübung. Meine Beine werden gerade gestreckt, die Hamstrings, über den Po bis hin in den Rücken. Das heißt, wenn die Füße in der Luft sind und du denkst, warum kommen meine Füße nicht an, sind deine Rückenmuskeln gerade noch sehr verkürzt. Atme hier ruhiger. Deine Hände an die Hüften bringen oder abgestellt lassen. Wer mehr will, kann die Fingerspitzen auch verschränken, die Ellenbogen strecken und die Schulterblätter nochmal enger ziehen. Ein und aus. Gut. Wenn du sagst, der Flug, der liegt mir gar nicht, wenn es irgendwie mir wehtut, könntest du zum Beispiel hier im Flug eine Decke unter deinen Rücken legen. Bitte nicht unter den Nacken, aber unter deine Schultern und deinen Rücken, dass du hier ein bisschen höher kommst und dadurch weniger Druck auf deine Nackenmuskulatur oder Nackengelenke bekommst. Ansonsten kannst du mit mir hier bleiben oder hier bleiben oder du gehst mit mir in eine etwas andere Variation des Fluges. Es ist gar nicht so leicht, dabei zu sprechen. Und zwar beugst du die Knie an, vielleicht lösen deine Zehenspitzen Füße vom Boden. Du ziehst die Knie in Richtung deiner Ohren oder Achseln oder auf diesen Bereich der Schulterblätter, wo die Träger auch immer langlaufen. Ziehst das Kinn durch die Oberschenkel, guckst jetzt hier nur noch durch. Ich sehe jetzt auch gerade nichts mehr. Und sprechen dabei ist auch sehr unangenehm. Und lässt dann die Schienbeine zum Boden kommen. Machst dich hier ganz klein. Und versuchst, 4 Atemzüge zu halten. Und dann ganz langsam erst die Knie wieder strecken, automatisch lösen und dich dann bitte vorsichtig aus deinem Flug zurückrollen. Ich bleibe hier gerne auch in so einer Zwischenposition gerne stehen. Das ist genau der Bereich zwischen meinen Schultern, wo ich gerade mehr Druck drauf gebe. Ganz bewusst, aber auch eine persönliche Präferenz. Und dann finden wir gemeinsam
wieder in die Rückenlage. Komm aus der Position raus, in der du gerade bist. Kopfstand, Schulterstand, Flug oder Beine in der Luft. Und mach dich dann hier nochmal ganz klein. Und zieh das Kinn an deine Knie. Und dann lass die Füße zum Boden kommen. Guck, dass der Block nicht im Weg ist. Wir gehen gegebenenfalls zur Seite, bring die Hände wie ein großes T nach außen. Und dann lass die Knie zuerst nach rechts kippen. Und deinen Kopf, die Blickrichtung nach links. Zieh das Kinn zu deiner linken Schulter. Lass linke und rechte Schulter tief. Das linke Knie, überleg, welches dein linkes Knie ist. Ziehst du fast mehr zum Boden, verlängerst du den Psoas. Spann vielleicht deine linke Pobacke an, kein Problem. Atme nochmal hier ein und aus. Genieß diesen Twist auch als Counterposition. Nochmal. Und mit der Ausatmung komm hier in die Mitte gedreht. Lass alles genau andersrum ziehen. Vorsichtig das rechte Kinn, ich wollte schon sagen Knie, zur Schulter. Nein, das Kinn und dafür das obere Knie, dein rechtes, ein bisschen mehr zum Boden drücken. Das hebt hier deine rechte Taille, deine rechte Bauchseite ein bisschen höher. Das gibt auch deiner rechten Brust ein bisschen mehr Höhe. Dabei solltest du nicht die rechte Schulter vom Boden verlassen. Nochmal ein und aus. Und dann komm gleich ganz vorsichtig wieder in die Mitte. Zieh nochmal die Knie an dich heran. Wenn du schaukelst, schaukelst du. Vielleicht bist du aber auch still. Prima. Und dann beug die Knie an, greif die Außenseiten deiner Zehenspitzen und drück die Fußballen nach oben. Zeitgleich ziehen deine Hände wieder zurück und du ziehst die Knie in Richtung deiner Achsel. Such jetzt mit jeder Ausatmung, dein Steißbein länger werden zu lassen und damit den unteren Rücken Richtung Boden zu drücken. Prima. Wenn du schaukelst dabei, ist das vollkommen in Ordnung. Prima, nochmal ein. Und dann lass vorsichtig die Hände von deinen Fußaußenkanten los. Nimm mit den Füßen zurück den Boden und lass die Füße einfach nach vorne durchgleiten, dass die rechte Fußsohle zur rechten Ecke zeigt, die linke zur linken. Deine Zehen fallen nach außen, deine Fersen zeigen nach innen. Du lässt die Augen zufallen. Und du bleibst hier, solange du willst. Oder auch nur einen kleinen Moment. Shavasana kann jeder auch immer sehr gut für sich ausdehnen. Es gibt da ja von einer Minute bis 15 Minuten oder sogar länger. Freie Wahl. Gerade wenn du das Ganze zu Hause machst, passt das alles immer so an. Also das, was ich sage. Auch so zu deinem Mantra zu machen. Dann genieß noch den Moment nur für dich, mit dir und der Stille.
mit deiner nächsten Einatmung kannst du entweder natürlich noch hier bleiben oder du fängst an, dich leicht zu bewegen. Dich nochmal zu strecken. Dann die Knie nochmal an dich ranzuziehen. Fühl diese Liebe für dich selber, diese Aufrichtigkeit und Dankbarkeit für deinen Körper, für all das, was er dir möglich macht. Denn sich so bewegen zu können, ist keine Selbstverständlichkeit. Und dann gib dir einen kleinen Schwupser nach oben, dich zu setzen. Lass die Augen nochmal zufallen. Bring die Hände nach oben, wenn du einatmest. Und lass dich nach vorne sinken, wenn du ausatmest. Deine Handflächen finden den Boden. Das Kinn ziehst du zur Brust ran. Deine Stirn zieht mehr nach unten. Vielleicht berührt sie den Boden, vielleicht nicht. Doch hier ist es mir eine Art Verneigung vor dir selber, vor deinem Körper. Und dann finde noch einmal diesen Moment der Demut. Egal wie viel du meckerst, was wehtut und noch besser sein kann. Finde nochmal das, für was du dankbar bist, dass du alles machen kannst. Händen, Füßen, Beinen. Und dann wandere die Hände langsam zurück. Lass dabei deine Augen öffnen. Und schenk dir ein Lächeln auf den Lippen. Und bring die Hände vor dein Herz. Namaste, ich danke dir, dass du heute dabei warst. Und ich hoffe, du hattest viel Freude und Spaß bei der Stunde. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich freue mich sehr, wenn du mir jetzt nochmal da lässt in den Kommentaren. Hat es dir gefallen? Gibst du mir den Daumen nach oben? Und natürlich hast du diesen Kanal abonniert. Du würdest mir so viel weiterhelfen und auch Feedback geben für weitere Videos. Wenn du noch Fragen hast zu Live-Klassen, Online-Angeboten, schau mal in der Infobox zu diesem Video. Da findest du den wöchentlichen Kursplan und vielleicht sehen wir uns dann bald live und online, digital in deinem Zuhause und hier im Studio. Und ich sage Namaste, bis bald.